So, soll ich da ein Bleirohr gegenwerfen oder was? Ah. Soll ich erst da hinten hin oder wie? Oh, ich bin ein bisschen tief gefallen. Da. Oh. Nicht doch. Verdammt, schon wieder nichts mehr zum Ballern. Das ist nicht gut. Bleibt mal ein bisschen in seiner Nähe hier. Wo ist er denn? Ich denke ja mal, dass er weiß, was er tut. Ah, gut. Ach, er hat was viel Besseres. Ja, da steige ich mal direkt mit ein. Ah, die Karre. Geil. Ja, die ist natürlich auch hilfreich gleich, wenn wir da Drohnen abschießen müssen. Da hätte man eigentlich jetzt nichts Besseres bauen können. Da bin ich ja jetzt echt dankbar drum. Warum ist denn da hinten eigentlich so ein Weg? Bla bla. Wollte ich schon sagen, Wegpunkt mal eben wegmachen. Obwohl, während wir fahren, kann ich ja auch meine Attributpunkte mal abgeben hier. Oder einsetzen. Hm. Mehr Rüstung, Fernschaden erhöhen. Gut. Ne, weil sonst haben wir ja gar keine Ruhe in dem Spiel, wo wir sowas mal in Ruhe machen können. Ich gehörte nie zu den Bösen, Jungs. Weißt du, Nick? Ich war mal einer von den Guten. Das werde ich jetzt wieder. Ja, das sagen sie alle. Wie der immer alles umfährt, das ist Wahnsinn. Überleg mal, wie oft ich aus dem Auto rausgesprungen bin, weil ich dachte, ich komme hier nicht weiter. Also ich bin echt beeindruckt von dem Kerl. Der hätte mir mal früher über den Weg laufen können. So, dann bin ich mal gespannt. Tut mir leid. Warum bleibt er denn nicht einfach drinnen? Kann ich den Platz nicht wechseln hier drin? Ich mach sie jetzt alle. Oh. Ich möchte den Platz gerne wechseln. Naja, anscheinend geht das nicht, während einer hier drin ist. Aber ich habe so keine Schusswaffe. Ich brauche eine Schusswaffe. Ah, da, Schrotflinte. Und Pistole. Naja. Er ist fertig und wieder unterwegs?
Ja. Ach, scheiße. So. Verdammt, ey. Nein! Shit. Ja, warte doch auf mich! Lassen wir Chuck einfach zurück. Ich konnte Chuck eh nie leiden. Yeah! Ja, das war wohl nicht so perfekt. Aber nicht jeder kann immer gut fahren. Boah, wie lange hält dem das Auto aus, wenn der das fährt? Ey, bei mir wäre das schon längst wieder Schrott. Kann man bestimmt auch irgendwie mit Attributpunkten ausbauen. Oh, oh, oh. Ja, da muss ich mich mal mit beschäftigen, wenn wir durch das Spiel mal durch sind. Im Albtraummodus werde ich das ja noch ein bisschen online zocken und dann mal gucken. Och, das wusste ich auch nicht, dass man da die Container einfach da an der Seite fahren kann. Das ist natürlich auch mal gut zu wissen. Ich habe da immer das Auto zurückgelassen, ne? Wisst ihr das? Wenn man mal zurückguckt hier. Mein Gott. Wie viel man doch von anderen Spielern lernen kann. Keine Freifahrten. Ich bin echt begeistert. So, hier kann aber selbst er nicht durch, glaube ich. Ich glaube, er hat schon wieder ein Auto. Wenn ich das richtig höre. Wo ist er denn? Wo steckt da mein Guter? Ah, da. Ja. Was soll man dazu noch groß sagen? Da ist auch noch einer. So, waren das alle? Oh, noch mehr Waffen. Ach, eine Pistole. Warum nimmt er denn eine Pistole? Oh Mann! Ist der behindert? So. So, wo ist hier? Ach, der ist schon wieder Kilometer weit weg. Wo ist der denn hin? Was macht der denn da hinten? Da, da ist doch ein Van. Warum nehmen wir den Van nicht? Der ist zwar ein bisschen angeknackst, aber besser als laufen, oder? Da sehe ich das nur so. Ach so, der holt sich erst noch seine Gewehre und so.
Ja. Ich bin jetzt ausgestiegen und lass ihn lieber fahren, weil bei ihm anscheinend ja die Fahrzeuge länger halten als bei mir. Deswegen wundert euch jetzt nicht, warum ich dem freiwillig das Steuer überlasse. Aber ich denke jetzt gerade nur mal an meinen Vorteil. Ja. Tja, und so wie es aussieht, wenn die Drohnen gleich zerstört sind, müssen wir nur noch Hemlock zerstören. Und dann ist auch das letzte Kapitel von Dead Rising 3 durch. Was macht er denn jetzt? Autowechsel. Ah, okay. Keine Kratzer im Lack. Das kann aber nichts. Das kann nicht schießen, das kann kein Feuer spucken. Schade. Jetzt kann ich einfach nur da sitzen und mitfahren. So, hoffen wir mal, dass das jetzt die letzte Fuhre ist. Die letzte Fuhre Drohnen. Ist ja eigentlich generell in Computerspielen immer so. Dreimal, ne? Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir Drohnen abwehren. Da kommen sie schon runter. Ich glaube, da sind schon welche abgeflogen, manche Drohnen, oder? Da oben. So. Ja, Kollege. Komm mal hier hin zu deinem Auto. Mobiles Schließfach? Chuck ist doch ein bisschen doof. Verfolge Hemlock nach Central City. Na gut, hoffen wir, dass das jetzt mal der letzte Stopp von Hemlock ist. Ich muss nämlich gleich zu meiner Physiotherapie. Ja, immer noch wegen der Hand, meine Lieben. Immer noch wegen der Hand. Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich jetzt hier die ganze Zeit den Mitspieler mit drin lasse im Spiel. Erstmal, weil er sich gut auskennt anscheinend und zweitens, weil das Ganze ein bisschen vorantreibt und ich ja hoffe, dass wir Dead Rising 3 noch abschließen können, bevor ich zu meiner Physiotherapie muss. Aber das werdet ihr wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr erleben, oder? Na, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. Könnte auch durchaus sein, dass diese Folge jetzt gerade erst angefangen hat. Ich muss das Ganze ja noch irgendwann cutten. Und dann weiß man ja nicht, wann, wie, was, wo rauskommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass dies hier jetzt gerade die letzte Folge ist, die läuft. Aber wird man nachher noch sehen. Vielleicht auch nicht. Dan. Einfach nur zugucken, wie die Zombies durch die Gegend fliegen. Ja, und dann könnt ihr aber schon mal in die Kommentare von dieser Folge schreiben, ob ihr noch sehen möchtet, wie ich online ein bisschen Dead Rising 3 spiele. Oder, ja, ob ihr selber eine Xbox One zu Hause habt mit Dead Rising 3 und das vielleicht mal mit mir zusammen online spielen wollt und, ja, mit ins Video kommen wollt. Das würde mich mal interessieren. Schreibt's mal einfach in die Kommentare. Weil ich finde eigentlich Dead Rising 3, es gibt noch so viel zu entdecken, was ich noch nicht entdeckt habe. Wäre eigentlich schade. Scheiße, ich brauche eine Waffe. Ja, sind hier noch immer welche? Sieht nicht so aus, oder? Eigentlich müssten wir jetzt alle erwischt haben. Ach so, das geht nach da auch noch weiter. Oh, okay. Das sieht aber nicht so aus, als wenn da noch welche von denen sind.
Mal gucken, wo ist denn hier der Heli? Ich höre ihn. Er ist fertig. Er ist fertig und wieder unterwegs. Er konnte gar nicht fertig sein. Wir haben ja alle Königszombies vorher getötet. Oh nee, da ist noch einer. Naja, egal. Scheint er nicht einsammeln zu wollen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Seek and Destroy. So ein bisschen langweilig. Weiß ich. Aber da kann man nichts machen, ne? Da hat Capcom nochmal versucht, hey, komm, wir machen noch ein extra Kapitel dran und dann ziehen wir das Ganze einfach ein bisschen in die Länge. Hat so zumindest für mich den Anschein. Weil also das hier, das müsste jetzt nicht sein. Also das ist unnötiges in die Länge ziehen einfach. Die ganze Zeit dem Dinge dahinterher. Die ganze Zeit dem Ding hinter... Oh, jetzt hat er gemerkt, dass er falsch gefahren ist, oder was? Ah, nee. Da, dann müssen wir hier rechts. Okay, da können wir wirklich nicht mit dem Auto hinfahren. Da müssen wir dann ausnahmsweise mal wirklich laufen, so wie es aussieht. Nee, weil das finde ich jetzt total blödsinnig. Hier die ganze Zeit von einem Platz zum anderen fahren und die Königsviecher da kaputt schießen. Dann hätte auch mit zwei oder drei Plätzen hätte das gereicht. Stattdessen ist es der vierte oder fünfte, zu dem wir hinfahren, wo man diese Viecher kaputt machen muss. Und ja. Muss ich ehrlich sagen, sitze ich jetzt eher gelangweilt hier vor der Xbox. Leider, muss ich das sagen. Weil bis jetzt das Spiel ja richtig gut war. Mit diesen ganzen Boss-Battlen und Psychopathen-Battle. Und weiß der Deibel was. Und ja, jetzt dieses künstliche in die Länge ziehen. Das ist schade. Das ist echt schade. Eine Kratzer im Lack. Wo fällt er denn jetzt hin? Ja, da kommt man nirgends durch. Wir müssen gleich laufen, mein guter Freund. Da kannst du noch so viel gucken. Naja, mal gucken, was er vorhat. Ich traue dem alles zu, dass der einen Weg gefunden hat durch so eine Absperrung. Boah. Naja, ist auch keine Sprungschanze. Wie fährt er denn jetzt? Nee, das bringt nichts. Da kommst du nirgends durch. Das bringt alles nichts. Warum ist denn jetzt auf einmal die Mission Mach Hemlock ausfindig? Ah, mein Gott. Da merkt man echt, der Typ, der hat das drauf. Hätte ich jetzt nicht, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass man da lang fahren kann. Ja gut, eine Absperrung ist jetzt aber trotzdem da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ah, scheiße. Zack. Folge Hemlock. Wehe, einer von euch lacht, wie ich schieße. Oh, ich kann was kombinieren. Eine super MP. Mach Hemlock ausfindig. Ja, der ist doch da. Mein Gott. Ich darf
Dieses ganze Hin und Her, weißt du, und über die ganze Map. Mal nach da, mal nach da. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach da. Ey, das ist so blödsinnig. Das ist so was von blödsinnig. Und von sowas von unnötig. Diese ganzen langen Strecken. Mann, Mann, Mann. Ich meine, gut, da hat man nochmal viele Chancen, halt viele Zombies zu erledigen und dann im Level aufzusteigen. Aber, ja gut, da reicht man wahrscheinlich in Level 50 auch nie. Guck mal, wir sind jetzt im letzten Kapitel. Wir haben hier bald abgeschlossen und ich bin gerade mal Level 30. Und es geht bis Level 50. Und dann kann man noch immer weiter PP sammeln, um Attributpunkte zu bekommen, um seinen Charakter noch weiter auszubauen. Ich weiß gar nicht, kann ich irgendwo eigentlich meinen Mitspieler mir angucken? Da, Spieler? Ne, da kann ich nur meinen gucken. Ja. Was macht er denn jetzt? Warum ist er denn jetzt aufs Moped umgestiegen? War doch klasse sein komisches Dingen da. Sein komischer, naja. Ja gut, aber er hat wenigstens Sinn für Sinn für Abenteuer. Ah, die Dampfwalze. Auch nicht schlecht. Ja, er weiß, was Spaß macht. So, er mal mit der Dampfwalze und ich fahre hier mit dem Moped. Zack, 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 zack. Überall durch hier. Muss ich da lang? Ja. Jetzt muss ich gleich sogar auf ihn warten. Auf unseren Profi. Oh, oh. Schnell zum Auto rennen. Auto ist ja sinnvoller als Moped. Ja, erstmal gucken, ob ich hier überhaupt durchkomme. Ich glaube nämlich, dass es. Nee, da muss ich ja eh laufen. Shit. Da steht noch die alte Dampfwalze. Schade, dass man mit der Dampfwalze jetzt nicht hier die Dingens, die Treppen hochfahren kann. Das wäre natürlich noch ein Knaller. Aber man kann ja nicht alles haben. Wie, er ist schon wieder auf dem Weg. Och Mann, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Aua, aua, aua. Ah, da. Einfach mal die ganzen Scheißdrohnen kaputt schießen. Verdammt. Ah, die Super-MP ist gar nicht mal schlecht. Mit einem Schuss immer alles erledigen. Ma, jetzt könnte aber langsam mal der Bosskampf kommen, ey. Jetzt habe ich meine Super-MP auch fast leer geballert.
Ja, ist ja klar, dass da was passiert. Wenigstens mal wieder ein bisschen Action. Und das soll eine Eliteeinheit sein. Was zum Teufel ist mit euch los? Gute Frage. Fliegt das verdammte Flugzeug! Jawoll! Der alte Mann und das Meer. Genau, renn mal hin. Ich versuche auch mal durchzukommen. Ja. Aua, was war das denn? Ja, meine Waffe ist schon geil, meine Super MP. Da geht die Energie einfach so flöten von dem. Zack, 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 zack. Aua, aua, aua. Nicht in den Helikopter. Komm, der Opa, der ist gleich hinüber. Jawoll! Ihre Freundin Marion hatte recht. Ich bin die Heilung. Dank Carlito bin ich immun. Du glaubst, du hast auf alles eine Antwort, was? Du weißt gar nichts! Zumindest weiß ich eines. Das hier ist unheilbar. Leck mich! Ah! Mir geht's gut, Annie. Wir sind unterwegs, okay? Dad und ich. Dann holen wir Isabella ab. Sie ist zum Labor zurück und sucht etwas. Ich hatte Angst, Nick. Angst, dich zu verlieren. Keine Sorge. Das wirst du nicht. Nach General Hemlocks mysteriösem Tod wurde die Kontrolle an der demokratischen Regierung wieder an das nächste Kabinettsmitglied in der Rangfolge übertragen. Obwohl der Ausbruch von Los Peridos zehntausende Menschenleben forderte, führte die Tragödie auch dazu, dass endlich ein Heilmittel für die parasitischen Zombie-Infektionen entdeckt wurde. Ende. Größere Bombe. Ja. Damit
ist das Spiel zu Ende. Du hast Ende S erreicht. Mega Man X Outfit verfügbar. Ah, da kriegt man das her. Okay. Level 30, Gesamt-PP, Waffenkombis 42, getötete Zombies. Wir haben während der ganzen Folgen Dead Rising 3 haben wir 18.819 Zombies erledigt. Mein lieber Scholli. Ja. Und das war Dead Rising 3. Ja, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwie so Online-Geplänkel sehen wollt oder mit mir zusammen online spielen wollt, wenn ihr auch eine Xbox One und Dead Rising 3 habt. Ich würde mich freuen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt euch auch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat alles, was euch nicht gefallen hat, was man besser machen kann. Ich habe immer wieder ein offenes Ohr dafür, das wisst ihr ja. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Game Blamer. Ciao. Sind belanglos verglichen mit dem Heilmittel. Deshalb bin ich freiwillig geblieben und habe weiter mit Ihnen zusammengearbeitet. Für das Heilmittel. Bei einem Ausbruch würde die Weise die Immunität entdecken und sich zeigen. Und Ihrem Freund Hemlock käme das sicher auch gelegen. Ach, Sie waren schon immer neidisch auf meine Arbeit. Sie suchen verzweifelt nach Erfolg. Wollen Sie wieder laufen? Hoffen Sie auf Heilung? Ruhe. Seien Sie froh, dass Sie Ihre Beine noch haben. Hätte mich keiner gestoppt. Ich werde als Erfinderin des Heilmittels in die Geschichte eingehen. Ich. Nur ich allein. Nicht Sie. Mir ist egal, was ich dafür tun muss. Wofür das alles? Wegen des Geldes? Das Geld ist mir scheißegal. Ich zahle für die Fehler meines Bruders und stelle den Namen meiner Familie wieder her. Eine Heldin für jetzt und für immer. Nicht dieser Frank West, nicht dieser Chuck Green. Er hat mich einst zurückgelassen. Sie werden neben mir verblassen. Ich finde das Heilmittel. Und niemand erfährt vom Massenmord. Interessant. Ich glaube, so langsam fange ich an, sie zu mögen. Und der Teufel grinste, denn seine süße Sünde ist stolz, diese Affenbescheidenheit. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass da noch irgendwas hinterherkommt? Naja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie es spät darüber bei euch sein mag. Wünsche, stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.